Hoffentlich. Der Thron gehörte mir. Gehörte. Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten! Requiesta in pace. Ja, ich glaube, das war dann aber das Finale mit Ezio. Ich habe das ja vorhin oder wahrscheinlich vor euch in der letzten Folge schon angekündigt gehabt. War natürlich nicht so. Aber ich habe auch im Kampf gemerkt, wie ich überhaupt nicht wusste, was ich quatschen sollte, weil ich mich echt konzentrieren musste. Das Kolosseum. Entschuldigung dafür. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ezio ist tot? Ach ja, in echt natürlich, ja. Um diese Zeit ist er natürlich tot. Aber ich wollte gerade sagen, er ist doch nicht tot. Ezio lebt immer. Was ist mit der Lampe da? Die sieht sehr auffällig aus. Aber ich lasse mal gerade noch das Adlerauge an. Vielleicht kann uns das ja noch in irgendeiner Form weiterhelfen. Da haben wir den alten Penner, den mag ich nicht. Der ist mir irgendwie unsympathisch, ich weiß auch nicht. Da hinten kommen wir nicht dran, wahrscheinlich nicht. Wir müssen bestimmt hier raus irgendwo. Wo geht's denn? Da hinten geht's raus. Gehen wir mal raus hier, komm. Ja, jetzt kann natürlich Desmond Miles auf einmal nicht springen. Vielleicht hat Ezio das ja in seinen Gemächern oben irgendwo hinterlassen. Haben wir mal mitgekriegt, dass er das irgendwo gemacht hat? Wir sind ja hier in Monte Regioni. Das ist ja die ehemalige Bastion gewesen von Ezio. Die zerstörte, sag ich mal. So, und jetzt sind wir wieder im Adlerauge. Beziehungsweise, das war einfach nur ein Hinweis? Ah, okay. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Okay. Da ist es. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420... Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tue ich doch! Das Tetragramm! Die 72 Namen Gottes! Seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert. Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca? Hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Ziemlich strange. Man muss genau hinhören, wenn Sean anfängt. Aber vielleicht hat er ja recht. Wer weiß. Coole Sequenz. Alter, wie das aussieht heutzutage.
sieht im Spiel viel geiler aus. Also wenn man... Déjà-vu. In echt in Italien ist. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Ich mag diesen Sean einfach nicht. Ich mochte ihn noch nie. Aber ich beginne ihn immer mehr zu hassen. Sieht aber schon geil aus, finde ich. Sieht schon sehr geil aus. So, jetzt kann ja Desmond doch springen. Und ich glaube, das ist mit das erste Mal, dass man so richtig in der Haut von Desmond Miles durch die Gegend hüpft, oder? Wo kommen wir denn hier lang jetzt? Wo müssen wir denn? Ach, hier müssen wir lang wahrscheinlich. Okay. Hier ist natürlich auch schon vieles zerfallen, vieles schon ziemlich alt. Nicht mehr am neuesten. Oder nicht mehr, ja doch nicht mehr im neuesten Stand, kann man sagen. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wo es weitergeht. Ach, hier oben muss es weitergehen. Okay. Ich habe die Stangen gesehen. Hätte ich vielleicht hier irgendwie, warte mal. Komme ich denn hier nicht mehr hoch jetzt? Ist das Spiel vorbei? Ja, meine Freunde, das war's mit Let's Play Assassin's Creed. Ne, warte, hier muss man doch irgendwie wieder hochkommen. Was will ich Ihnen erzählen jetzt? Lass mich da hoch. Hä? Hallo? Komme ich hier vielleicht hoch? Lassen Sie mich mal hier... Ah, okay, okay, okay. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Ich weiß auch nicht. Hui! So. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Hell yeah. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ich werde es mir merken. Sean ist the funniest guy alive, habe ich das Gefühl. Boah. Okay, wo müssen wir lang? Hier nicht. Da ist eine Wand. Was gibt's da unten? Nix. Okay. Nur Tiefe. Enttäuschungen. So. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen bedacht vorgehen. Wo müssen wir lang? Hier vielleicht hoch? Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Ja, ja, mach dir da mal nicht zu viele Gedanken drüber. Noch, Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Das wird mir sicher. Das muss man. Da unten kämpfen sie gerade. Aber noch hat er ja gar nichts angefasst. Was freut er sich denn jetzt schon so? Okay, wir sind da. Hoffe ich zumindest. Ja, hier können wir hoch. Wie sich das hier verändert hat. Wenn man mal überlegt, wie es jetzt gerade noch aussah, als wir mit Ezio da waren. Was werden wir finden? Ach, hätte ich da gar nicht runtergemusst. Muss ich denn hin? Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Hier hoch vielleicht? Ah ja, okay, ich glaube, hier ist richtig. Immer den Vögeln nach. Die Frage ist halt natürlich, wo müssen wir hin? Ich vermisse gerade so ein bisschen das Radar, muss ich sagen. Ich glaube, ich gehe falsch. Ich glaube, ich muss da hinten lang. Okay. Hier hoch geht nicht. Jut, ist okay, ist okay. Kommen wir vielleicht da drüben hin? Oh, verdammt. Ich gehe mal hier runter. Komm hier jederzeit wieder hoch. Okay. Hier vielleicht hoch? Ja, ja, ja. Okay, hier sind wir auch noch nicht hochgegangen, glaube ich. Kommen wir da rüber? Nee, aber wir landen hier, okay. Ist gut, wie ich die Stimmung aber versauen kann, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, ne? So, dann hier rüber. Hier rüber. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang. Nein! Ach, du Penner! Alter. Ich würde mich ja echt über ein Radar gerade freuen. Alter. Schreib dich nicht ab. Lesen und schreiben. Okay, höher geht nicht. Doch, hier kommen wir wieder hoch. Sehr schön. Ezio the Monkey. Wieso springt er denn nicht da oben hin? Mann. Du Pimmelpeter. Ah, jetzt haut er sich den Kopf auch noch an. Können wir da überhaupt hin? Ich glaube, da können wir gar nicht hinspringen, ne? Wir gehen mal gerade wieder eine Etage höher. Hup. Ich
glaube, wir müssen mal gucken von oben, wo es lang geht hier. Hier waren wir schon. Das ist ja ein richtiger Irrgarten, sag mal. Wo müssen wir hin zum Teufel? Da kommt er rüber. Ah ja. Huop. Okay. Hier waren wir doch aber schon. Alter, es ist so strange. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier runtergehe, dass ich nicht mehr hochkomme. Aber hier sind wir doch gestartet vorhin, oder? Boah, Alter. So, dann sind wir hier runtergekommen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Können wir hier irgendwas machen vielleicht? Interagieren oder sowas? Gar nicht. Hier kommen wir auch nicht hoch. Gut, dann müssen wir da hinten wieder hoch. Alter. Ach, verdammt. Ich mache aus einer Sequenz, die vielleicht gerade mal eine halbe Stunde dauert, mache ich glaube wieder eine ganze Folge. Eine ganze Stunde. So wie man das von mir gewohnt ist. So. Gehen wir nochmal hier hoch. Und dann hier hin, so. Wo müssen wir denn hin zur Hölle? Sagt mir das Spiel noch nicht mal, wo ich hin muss. Das ist doch blöd. Okay, mal hier rüber. Ich hätte ja gesagt, wir müssen da hinten irgendwo lang. Die Frage ist aber auch, wo sind wir denn gestartet? In diesem Irrgarten hier. Wo ist denn das Kackauto? Wo haben die das Auto denn abgestellt? Da ist der Kran, das heißt, wir sind da hinten irgendwo reingekommen. Könnte das hinkommen? Dann würde ich ja sagen, wir müssen hier so lang. Hier in die Richtung. Ich lasse mich einfach mal fallen. Komm ja hier wieder hoch. Da ist schon mal Licht, das ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Aber hier sieht es auch nicht so aus, als ob es hier weitergeht. Puh. Oh doch, warte mal. Hier geht es weiter. Ah, okay. Hier geht es ja doch weiter. Tobi ist doch nie so blöd, wie er aussieht scheinbar. Okay, hier können wir uns fallen lassen. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Oh, wir haben es geschafft. Zumindest so gut wie. Glaube ich. Da kommen wir nicht rein, das ist verschüttet. Aber wir schauen mal, wir können hier wieder hochklettern. Aber wir müssen erst hier hoch. So. Hier rüber. Ah, hört er das gerade? Ich weiß gar nicht, ob er das im Hintergrund gerade hört. Scheiße. Da sind gerade wieder ein paar Halbstarke unterwegs mit ihren dicken, aufgetunten Autos. Die spielen wieder Need for Speed. In doppeldeutigem... Das war doppeldeutig jetzt. Need for Speed. Aber nein, naja, so lustig war das jetzt auch nicht. So. Irgendwie ist das komisch. Okay, da unten laufen die Typen wieder. Und wir laufen hinterher. Und? Tage noch bis zum Start des Tesla-Satelliten. Stopp. Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Wams. Die Zahl 72 ist also eine relativ wichtige hier in Assassin's Creed, zumindest in der Ezio-Trilogie. Oh Gott. Würde ich mich nie im Leben trauen. Ganz ehrlich. So, hier stehen aber überall auch Kisten rum und sowas. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Ja. Ich jetzt nicht so gerade, aber wenn du das sagst, dann müssen wir bestimmt hier durch die Tür, oder? Nicht, okay. Ah, okay, Adler. Alles klar. Da ist eine Lampe. Ah, ja, hier, warte. Was ist hier? Beliebige Taste drücken. Okay, was ist jetzt aufgegangen? Hab ich jetzt was nicht mitbekommen? Wäre vielleicht noch irgendwo... Ah, warte mal, hier ist noch so ein Ding.
So ein bisschen was von Temple Run gerade, ne? Oh, es ist dunkel jetzt. Fackel? Ah. Ein Leuchtestäbchen. Geil. Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Das war die Dame, die uns auch schon Ende Assassin's Creed 2 zugesprochen hat. Die haben wir ja da auch schon gesehen. Und ich weiß gar nicht, hatten wir die auch im ersten Teil schon? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube, das kam dann erst mit Desmond, also mit Ezio. Und das ist ja auch die Frau, die ja auch in Assassin's Creed 3 schon öfter zu hören war. Und quasi eine zentrale Rolle in Assassin's Creed in der Story spielt. Aber das ist jetzt nur blödes Gelaber, das wisst ihr wahrscheinlich selbst. Da ihr das Spiel wahrscheinlich schon alles am durchgespielt habt. Ich habe das noch nie durchgespielt. Assassin's Creed Brotherhood hat das nur angespielt und Assassin's Creed Revelations, was wir hier nachspielen, das habe ich noch nie gespielt. Also das ist, ich bin quasi noch komplett jungfräulich, was Revelations angeht. Aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Und das war jetzt nicht so geil. Aber kann ich hier vielleicht einfach passen? Ne, wir müssen da oben hin. Okay. Ich gehe wieder zurück. Hier wieder hoch. Meine Stimme versagt gerade. Oh nein. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier wieder hoch wahrscheinlich. Irgendwie. Nur wie ist die Frage? Ich weiß es jetzt auch nicht so. Ah ja, okay. Müsste funktionieren, wenn wir jetzt... Ne, da kommen wir nicht weiter. Okay, das ist falsch. Das war eindeutig falsch. Wir müssen hier hoch. Ja, das sieht gut aus. Das klappt. Okay, dann darüber. Und hier wieder nach oben. Super, hat geklappt. Da freue ich mich aber. So, Tante Jutta. Hier rüber. Müssen wir dann... Ich springe jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das richtig ist oder falsch. Ich probiere es einfach mal. Schafft er diesen Sprung? Ich weiß es nicht. Ja, er schafft's. Sehr schön. Puh, da ist er wieder. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament. Auf Stein. Ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Wir aktivieren das Outlaw... Das Adlerauge natürlich. Und ich habe mich gerade verschluckt. Er hat Schluck gesagt. Okay, warte, weiter geht's. So, hier war das eine Ding, dann ist da drüben das andere. Hui! Beliebige Taste drücken. Sicher auch. Wollen wir doch gerne. Die nächste verborgene Tür. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Uncharted, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. So, wir sind da. Okay. Wir sind da. Die, ich sag mal, ja, soll man sagen, die Grabkammer? Nee, Grabkammer klingt ein bisschen zu übertrieben, aber die Apfelkammer, nennen wir sie jetzt einfach mal, liegt direkt vor uns quasi. Und kein Cesare, der uns hier killt oder es versucht. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Schon, ey. Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Ich würde diesem Sean gerne mal auf die Fresse hauen, ey, ganz ehrlich. Der hätte es echt mal verdient, einfach mal in die Fresse geschlagen zu bekommen.
Ich meine, er ist zwar relativ schlau und er weiß einiges, auch so über die Zeiten, in der wir uns hier befinden, aber auf die Fresse würde ich ihm trotzdem gerne mal hauen. Ich muss sagen, die Kathedrale sieht extrem geil aus. Und ich glaube, wir waren auch schon mal in dieser Kathedrale. Ich weiß es nicht, aber sie kommt mir sehr bekannt vor. Ja, natürlich. Natürlich, das sind wir da oben gerade. Wir sind hier schon mal gewesen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wir hier schon mal waren. Und ich glaube, der hat mir gerade gezeigt, wo ich lang muss, ne? Genau. Halt einfach die Fresse. Das ist das Beste, was du machen kannst. So. Hier müssen wir nämlich hin und dann... darüber. Ich meine, wir waren hier schon mal. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Aua. Das ist ja fast noch mal ein halbes Assassinengrab, was wir hier jetzt... Puh. Okay. Sollte aber klappen. Müssen wir jetzt da runter? Ich hoffe doch sehr. Ja, doch. Wir müssen hier runter und dann können wir da dran hüppen. So. Klettern wir hier rum. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und dann da hoch. Nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Uff. Ihr seid sie. Boah, ist das... Das ist, gar nicht mal so einfach. Also es ist bestimmt schon einfach irgendwie, aber... Das Potenzial zu verstehen. Es ist zerstörte die Instrumente. Sehr riskant. Und er setzte sie gegeneinander ein. Hier zerstörten, was wir konnten. Boah. Verwahren, was wir nicht konnten. Und hier auch. Ah ja, war das jetzt sowas wie ein Checkpoint wahrscheinlich? Auf. Ah, okay, da können unsere Kollegen mit hoch. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Da hat sie wohl recht. Hier ist es sicher. Auf ewig. Boah. Ein Ort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast haben wir die Mittel. Aber Zeit zerfraß uns. Boah, ich hasse diese Dinger. Ich lasse die Tuse einfach mal labern. Das ist ganz gut. Da kann ich mich konzentrieren. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Das stimmt natürlich. So, und hier ist wieder Ezio. Und wir sind jetzt auch hier. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter! Unterwegs. Yeah, das macht jetzt bestimmt Spaß. Hui, 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 hui. Das würde ich auch gerne können. Das funktioniert nicht. Eine Sackgasse. So. What is that? Was ist das? Da bin ich nicht so... Zum Edenapfel. Oder Edenapfel, besser gesagt. Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Oh, Alter. Halt die Fresse. Schon. Da hinten ist die Grabkammer. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich hab immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Einfach nur genial. Guckt euch das da oben an. Das ist einfach geil. Ich finde, also Assassin's Creed ist von der Atmosphäre her einfach immer wieder Hammer. Ist das Wasser hier? Und das hier ist kein Wasser? Doch, das ist Wasser. Ach, ist das krass. Okay, was ist hier? Ist das schon hier? Ne, da müssen wir nicht hin.
Wir müssen hier runter. Nee, müssen wir auch nicht. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Hier doch hin? Nee, wir müssen wahrscheinlich hoch. Und ich schaue mir hier die ganze Zeit das Wasser an. So, jetzt sind wir da. Mein Gott. So, Sean, zeig mal, was du kannst. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Er hat recht. Sean, du alter Drecksack. Ansehen. Alter. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Okay. Gehen wir mal hier runter. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überlegen Sie dir. 100 Jahre könnte ich sprechen, aber ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 15. Ihr mit 6. Sicherheit. Jetzt okay. Könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen, nein! Wie euch verwehrt. Penis. Okay, müssen wir hier. Bin ich richtig hier? Ihr wisst das bestimmt. Ich glaube schon. Jetzt kommen wir da rüber, ne? Was bringt uns das aber? Wir müssen da ja gar nicht hin. Wir müssen doch da hinten noch hin. Zu dem Stromschalter. Nein! Ach du Scheiße, das geht auf Zeit, Alter. Huch. Das geht ja auf Zeit. Krasser Scheiß. Da wusste ich natürlich nicht. Entschuldigung. Hätte ich das mal früher gewusst. So, hier runter. Und dann, lops. Okay, wir müssen hier hinten hoch. Dann hier und hier hoch. Na komm, Tuse, quatsch mal noch ein bisschen. Ich muss mich konzentrieren. So, kommen wir denn da unten hin? Ich weiß es nicht. Ja, klappt. Sehr schön, dann müssen wir hier hoch. Ja, wo soll ich denn dann hin eigentlich? Das ist doch... Ach, hier rüber. Okay. Und dann hier rüber. Und dann da hoch. Boah, Alter. Komm schon, schneller. Es muss schneller gehen. Und jetzt hier dran. Ja. Was, Billy? Nicht Schwung bringen. Alter, und jetzt? Jo, ah, warte mal. Okay. Und dann? Ah, da drüben hoch wahrscheinlich. Oh, Alter, Alter, ist das schwer. Und es geht auch noch auf Zeit. Das ist echt mies. Oh, komm schon, Kamera drehen. Ja, komm. Sehr schön. Haben wir's? Ich weiß es nicht. Okay, wieder zurück. So. Scheiße. Geschafft. Die Treppe zum Eden. Wir haben es geschafft.
endlich da. Beim Äpfelchen. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden, der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Was ist denn jetzt los? Bitte, aufhören! Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wehre dich nicht. Alter, was ist los? Nein! Alter, komm, das ist doch nicht wahr. Alter! Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Was zum Teufel? Alter, nein. Nein, Alter, das... Alter Schwede. Was ist das denn bitte für ein Cliffhanger? Da können die noch nicht machen. Boah, da muss ich erstmal den Controller nebenhin legen. Alter, wie krass war das? Desmond hat Lucy... Alter. Alter. Krass. Krasser Scheiß. Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt die Option habe zu sagen, ach, weißt du was, ich mache jetzt die Xbox aus und spiele Revelations weiter, um gleich zu gucken, wie es weitergeht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich Brotherhood damals durchgespielt hätte, als es rausgekommen wäre, ich glaube, ich hätte mir derbe in den Arsch gebissen, weil das ist echt ein krasser Cliffhanger und dann auch noch so ein emotionaler. Das Ende, muss ich sagen, war jetzt ein bisschen unemotional. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ein bisschen emotionaler vorgestellt, aber gut. Ja, Desmond hat Lucy umgebracht. Warum hätte er nicht einfach Sean umbringen können? Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. Okay, da kommen immer noch Zwischendialoge. Ja, wieso hätte er nicht einfach Sean umbringen können? Schade drum. Ja, wir sind durch mit Assassin's Creed Brotherhood. Das ist kaum zu glauben nach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt hier werden, 64, 65, 66, irgendwas in dem Dreh, sind wir durch. War ein richtig geiles Spiel. Richtig geil, hat mit Rom richtig Spaß gemacht, die Stadt wieder aufzubauen und so weiter. Richtig krasses Game. Wir haben natürlich nicht alles gesehen oder alles gemacht. Wir haben fast keine Nebenmission gemacht, also Auftragsattentate und so weiter. Aber wir haben die, wir haben die Robulus-Gräber abgeschlossen, wir haben Brutus Ausrüstung bekommen und wir haben auch, soweit ich das mich erinnern kann, haben wir alle Leonardo-Missionen abgeschlossen. War dann ein bisschen schade natürlich, dass man den Fallschirm nicht so benutzen konnte, weil er halt relativ zum Ende kam. Das ist bei den meisten Belohnungen, die man über ein Spiel hinweg sammelt, so, dass sie erst am Ende kommen und dann bringen sie einem ja fast nichts mehr. Aber gut, das ist jetzt minimalst, meckern auf hohem Niveau. Ansonsten, ja, Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir den ersten Teil durch, den zweiten Teil und Brotherhood. Das ist ja unfassbar.
Und jetzt kommt dann auch gleich schon Revelations bald im Anschluss. Ob jetzt direkt dann gleich hier nach dieser Folge, einen Tag später, also zwei, das weiß ich noch nicht. Aber relativ zeitnah auf jeden Fall, dass wir halt im Story-Takt bleiben. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf Assassin's Creed Revelations. Dann machen wir bald auch Assassin's Creed 3 weiter, wobei ich da echt überlege, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt die Ezio-Trilogie fertig, auch wenn ich es anders angekündigt habe, ich weiß, aber wir machen die Ezio-Trilogie fertig und machen dann normal mit Assassin's Creed 3 weiter, weil es ja quasi die Desmond-Story weiterführt. Nicht die Ezio-Story, aber halt die Desmond-Story. Da bin ich wirklich am Überlegen. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Da kommt ja schon bald Assassin's Creed 4 raus. Black Flag. Ne, da kommt ja auch schon bald. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. War natürlich wieder ein großartiges Erlebnis, Assassin's Creed Brotherhood. Und ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Und ich sag dann einfach mal, wir sehen uns dann bei Assassin's Creed Revelations, bei Scribblenauts, bei Minecraft oder wo auch immer, bei welchem Spiel auch immer. Ich bedanke mich nochmal für allejenigen, die hier immer fleißig kommentiert haben, die Geduld hatten mit mir, weil ich immer keine Folgen rausgehauen habe pünktlich. Und dann waren auch mal zwei Wochen dabei, wo ich gar keine Assassin's Creed gebracht habe. Das tut mir natürlich sehr leid. Nochmal im Nachhinein jetzt. Und das wird auch bei keinem Projekt mehr vorkommen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe da jetzt meinen Rhythmus drin und gut ist. Und ja, ich kann mich nur nochmal bedanken, wie viele Leute mittlerweile meine Videos gucken. Das ist einfach overwhelming, sag ich mal. Ist wirklich geil. Und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr Leute werden, um solch krasse Abenteuer gemeinsam zu erleben. Und dann sage ich einfach mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.